Gemeinde hier in Waldstetten in der Stufenhalle begrüßen Sie mit mir alle gemeinsam unsere frisch gebackene Doppelweltmeisterin von Falun, unsere Olympiasiegerin von Sotschi, unsere Waldstädter Wäschgerin Carina Vogt. Carina, das sind deine echten Fans, die haben Daumen gedrückt. Waldstädten steht hoch. Carina, wir sind ganz, ganz einfach stolz auf ein Kind, auf ein junges Mädel unserer Region, die so viel schon erreicht hat. Und es ist außergewöhnlich, was du geleistet hast, aber was noch mit dazu kommt. So eine Charakterstärke, eine Heimatverbundenheit, eine Bescheidenheit, eine Bodenständigkeit, eine echte Schwäbin, eine echte Wäschköldin. Ja, ja, gesagt, immer wenn was Besonderes ansteht, dann kommt der Gedicht. Man kann da einfach so viel Schönes und Gutes zum Ausdruck bringen. Carina, sei ja mal gespannt, was da drin steht. Es ist so, wenn es euch gut gefällt, darf ich drauf immer klatschen. Wenn es euch nicht gefällt, dann pfeifert ihr mich einfach aus. Als strahlende Doppelweltmeisterin verdient sie nochmal einen donnernden Applaus. Oder die Raschko-Stolz. Unsere Carina ist aus einer besonderen schwäbischer Holz. Sie ist unsere unumstrittene Königin der Lüfte als Sportskanone. Kriegt von ihrem Schuldes die erste Waldstädter Sportlerkrone. Carina, viel zum Verdanken. Der Jubel kennt jetzt verdient heute Schwanger. Danke, Carina. Eine Aufmerksamkeit von der Gemeinde Waldstedt, auch von unserem Gemeinderat, von unserem Ortschaftsrat. Alles, alles Gute und Liebe und Liebe. Und da ist heute noch Frau Ziegler gekommen und der Thomas Auberle sehen wir mit drin. Herr Auberle, Herr Ziegler, kommen doch zu uns rauf. Ihr seid mit die Väter des Erfolgs, insbesondere auch der Thomas Auberle. Ein Applaus für den Herr Ziegler im Vorstand jedenfalls. Und dann der Thomas Auberle, Ihren langjährigen Trainer. Bravo! In unserer Zeit vom SC Degerfeld, das muss heute einfach in der Mitte vom Glück bleiben. Dankeschön. Heute in toller Empfang in Waldstedt, aber morgen zwei großartige Empfänge in der Stadt und beim SC Degerfeld bekommen in Degerfeld. Wie fühlt sich das denn an, so als Sportlerin? In erster Linie mal ganz gut. Also, ich habe eigentlich gedacht, nach letztem Jahr kann ich mehr als viel kommen und war eigentlich da schon ja, überglücklich und überwältigt, was da so alles passiert ist danach. Und es ging dieses Jahr jetzt wieder so weiter und ja.
ich kann gar nicht viel darüber sagen, weil es mir so unrealistisch eigentlich ist, aber vielen Dank, dass ihr heute alle hierher gekommen seid und mir mal wieder zeigt, dass meine Heimatgemeinde hinter mir steht. Wie muss man denn das sich als Springer oder Springerin vorstellen, wenn man da runtergeht? Ist da immer ein gemischtes Gefühl dabei? Oder ist das bei euch so ein Automatismus, wo ihr einfach wisst, das muss jetzt von ganz automatisch kommen? Wie fühlt sich das als Springerin an? Ja, ich gucke zum Beispiel nicht so gerne hinter bei der Schanze runter. Also ich gucke lieber vorne runter und weiß, wo ich runterfahren muss. Also ich glaube, ich mache das seit ich 6 bin und das hat sich ja langsam entwickelt von der K15 immer weiter bis zur 120er. Irgendwann hoffentlich mal Skiflieger, aber ich glaube, man darf den Respekt nie vor der Sportart verlieren. Es ist irgendwo eine Risikosportart, aber im Großen und Ganzen freut man sich eigentlich auf jeden Sprung. Ganz, ganz toll. Und Carina, ja. Prima. Carina, vielen, vielen herzlichen Dank für das nette Interview. Wenn du willst, du darfst jetzt noch einen Dank an deine ganz, ganz treue Fans aussprechen, was dir auf dem Herzen liegt. Ja, es ist in solchen Situationen ja immer relativ einfach, das so zu sagen. Aber ich glaube, ohne meinen Verein und speziell ohne Thomas Oberle, genauso wie ohne die Bundespolizei und ohne meine Eltern, ja, man kann sowas einfach nicht alleine schaffen. Und von dem her bin ich einfach dankbar, dass ich solche Leute in meinem Umfeld hatte, die auch mich unterstützt haben, als es nicht so lief. Und das kam ja doch auch schon vor. Ja, und es ist einfach Wahnsinn, dass dieses Jahr wieder so viele Leute hier stehen und wieder den Erfolg mit mir feiern. Und ja, vielen Dank für alles.